das hier ist der Flughafenschalter. Für Nuxreif. Für Brandland-Paket. Brandland-Paket? Im Aufdruck von Nook Inc. erklären wir dir mit Freuden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp. Und Schlepp. Okay. Wir werden zusammen mit dir nach Friendland fliegen und dir dort weiter zur Seite stehen. Wir freuen uns schon darauf, deine Inselnachbarn zu werden. Ganz doll. Ganz doll? Ach so. Dann wollen wir mal schnell den nötigen Papierkram erledigen, damit du nach Friendland fliegen kannst. Zuerst ein paar Formalitäten. Nutzt du heute zum allerersten Mal eines unserer Pakete? Ja, ich ziehe um, weiß ich nicht. Ja. Alles klar, sonnenklar. Okay. Zuerst ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte Namen und Geburtsdatum mit? Das wäre lieb. Name? Oh ne. So dolle, wie man hier schreiben muss, gefällt mir gar nicht. Ey! Wollt keine 5 machen. Ui, kompliziert. Ems. Ist Ems in Ordnung? Ja. Tag am 15. Und das ist gar nicht so lange her. Und am 11. Das ist wirklich gar nicht so lange her. Okay. Ja, das ist ja auch mal. Tap, 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 tap. Ems? Oh ja, hier haben wir dich. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um dich dafür herauszuputzen. Wir warten so lange auf dich. Nur keine Hektik. Ich bin eine Bewohnerin. Und dann soll ich mich wie in echt machen? Soll ich mich wie in echt machen oder... Komm, ich mach mich wie in echt. Hey, hier, Frisuren. Ich würde sagen, am ehesten passt ja das zum... Okay. Ich will eher die dunkleren nehmen. Augen. Das passiert, nachdem deine Eltern gesagt haben, du kriegst vom zu vielen Socken viereckige Augen. Ich glaube, da hatten die wohl ein bisschen recht. Und da hat jemand zu viel gezockt und zu wenig geschlafen. Da auch. Na gut, da irgendwie nicht so. Ich bin hellwach. Okay. Das sind halbrund viereckige Augen. Warum gucke ich die ganze Zeit zur Seite? Dann mache ich so. So eine kleine Stupsi-Nase. Ich habe nur einen Zahn. Nee, das lasse ich. Ja. Alles in Ordnung so? Ja. Ich habe einen Zahn. Oh, das ist sehr schön gelungen. Sehr schön. Dann werden wir dieses Foto also in dein Kundenprofil registrieren. Ja, damit wären die Formalitäten auch schon erledigt. Den Rest erklären wir dir dann, sobald wir auf deiner Insel gelandet sind. Keine Sorge, Sorge. Keine Sorge, Sorge? Sind mir komisch. Wir bitten und ihr... Was? Die sind mir zu schnell. Der Nook Inc. Flug nach Friendland ist jetzt... zum Einsteigen bereit. Ich hab gar nicht gesagt, dass ich nach Friendland wollte und, Bitte begeben Sie sich und gehen zum Flugsteig. Ausgezeichnet!
ausgezeichnetes Timing. Denn mal nichts wie an Bord. Ja, los geht's! Juhu, Und wo fliegen wir jetzt genau hin? Guten Abend, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord. Diese Charterflugs nach Franklin. Was? Bitte entspannen Sie sich bei einem kostenlosen Video für Nux für die Inselpaket. Soll ich überspringen oder? Ist es zu langweilig? Tschüss. Wir haben zu viel gesehen. Weg damit. Okay, ich glaube, das war's dann jetzt mit dem Video. Und jetzt wird wieder geladen. Jetzt? Ich wollte eigentlich gar nicht nach Franklin. Das habe ich gar nicht gesagt. Hier nehme ich Leute, also ich hatte schon meinen alten Account und habe das schon angefangen halt zu spielen, aber ich wollte jetzt eine neue Insel starten mit euch. Und ich wollte nicht auf meinem anderen Account. Das ergibt für mich null Sinn. Willkommen auf Friendland. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Flug. Ich dachte, wir hätten jetzt eine neue Insel. Und ich würde nicht nach meiner alten Insel ziehen. Weil ich habe schon andere Accounts. Und darauf spiele ich auch, aber dass das jetzt so verläuft, hätte ich nicht gedacht. Zuallererst wollen wir dich einmal mit den wichtigen Infos zu deinem Leben hier auf dieser Insel versorgen. Ja, und was ist jetzt mit meinem alten Account und Friendland? Bitte folge uns zum Festplatz hier in der Nähe, wo unser Chef schon wartet sollte mir nach. Was? Schon warten sollte mir nach. Manchmal verlese ich mich einfach. Aber ich wollte jetzt eine neue Insel anfangen. Chef, ich habe Ems mitgebracht. Aber ausgezeichnet. Ja. Hallo. Du bist also unser neuer Bewohner. Willkommen auf Friendland. Könnt jetzt auch einfach weggehen und er klatscht weiter. Klatscht immer noch. Ich glaube, wir erlösen ihn. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Und geldsüchtig bist du auch. Dank Nooks Reif für die Inselpaket wurde dieses erste Mal unbewohnte Insel hier besiegelt. Aber die andere Ems, also ich andere Ems, wohnt doch hier schon. Jetzt ist hier eine blühende Gemeinschaft zu Hause, doch wir nehmen nach wie vor neue Bewohner auf. Wir müssen nur eine schöne Stelle für dein Haus finden. Das überlasse ich einfach mal dir. Aber ich wollte jetzt eine neue Insel anfangen und ich wollte immer noch nicht auf Friendland. Es ist mir sehr unangenehm, aber wir konnten in der Kürze der Zeit noch keine Wohnung für dich vorbereiten. Ich möchte ein Haus! Deshalb würde ich dich bitten, an einer der genehmen Stellen dieses Zelt aufzuschlagen. Ich möchte kein Zelt, ich möchte ein Haus! Überlebst auch du als Nachtzügler noch das authentische Zurück zur Naturgefühl uns angeboten? Ich möchte jetzt eigentlich nur spielen. Und ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Kann man da drauf auch Animal Crossing spielen? Ein ganz persönliches Nookphone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Meine Sprachfehler heute. Warte mal, nicht zu hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein. Nein, meins! Ich hau jetzt schnell ab. Mann. Toll. Willkommen. Kann ich jetzt auch einfach mal spielen? Ui. Was? Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen.
Soll dir jetzt der Echo leer gehen, oder was meinst du damit? Na gut. Eine Frage, Ems. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Ich habe selbst eins? Nein, noch nie, auf gar keinen Fall. Aber sicher. Ich habe selbst eins. Sehr gut, dann sollte das ja ein Kinderspiel für dich sein. Ich würde sogar sagen, dass das Nokhorn viel nützlicher ist als das Gerät, was du bereits hast. Stimmt gar nicht. Kannst du gar nicht wissen. Und zuletzt noch als allerwichtigste, hier ist deine Rechnung. Ich hab Rechnung? Ich glaube, ich habe gar kein Geld. Das ist alles. Ernsthaft? Kommt da jetzt extra oben ein Zeichen auf und zeigt mir, dass ich 0 Euro habe? Das ist gemein. Ganz, ganz gemein. Das ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nokphone. Ich dachte, das Nokphone wäre ein Geschenk und das kriege ich umsonst. Ja, ja. Damit kommen wir summa rum auf bescheidene 49.800 Sternis? Alles klar. So viel habe ich nicht. Was sind Sternis? Was sind Sternis? Was sind Sternis? Hahaha. Noch eine, die ganz ohne Sternis hier ankommt. Das passiert überraschend häufig. Offenbar glauben alle, auf einer kleinen Insel brauche man kein Geld. Ja, wieso bräuchte man Geld? Aber kein Anlass zur Sorge. Nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service. Nook Meilenprogramm. Okay. Meilenprogramm, was ist das? Was ist das? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Ob du das so sagen darfst, keine Ahnung. Gut, ob du das so sagen darfst, nee, ist jetzt immer noch eine Frage. Keine Ahnung. Also, woher soll ich schon wissen, ob er das sagen darf oder nicht? Da ist ein Geschenk, ein fliegendes Geschenk, Leute! Da ist ein fliegendes Geschenk! Mit Nux-Meilen-Programm verdient man Meilen, indem man hier auf Franklin einfach nur lebt. Ja, auf zu quatschen, ich will dieses Geschenk! Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Dann lass mich jetzt das Leben auf der Insel genießen. Und dann bezahle ich alles und hole mir endlich dieses Geschenk. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühren. Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sternis fertig. 49.800 Sternis. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Schutzschutz nutzt, sind es nur labische 5.000 Meilen. 5.000! Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Kann ich jetzt auch endlich spielen und nicht nur deinem Gelaber zuhören? Weitere Details findest du auf deinem Nook-Phone. Starte dazu einfach die Nook-Meilen-App. Okay, wenn ich das mache, lässt du mich dann endlich in Ruhe? In Ruhe! Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast.
Also es gibt ganz viele komische Sachen. Warum labert der so viel? Warum muss ich jetzt direkt mal meinen Umzugsgebühren bezahlen? Warum labert der so viel? Warum bin ich auf dieser Insel? Warum habe ich nicht meine eigene Insel? Ich habe ganz viele Fragen, die mir keiner beantwortet. Vor allen Dingen der nicht. Der labert mich nur voll. Und ich möchte dieses Geschenk von da eben. Darf ich auf das Zelt hinter mir hinweisen? Es handelt sich um das Service Center dieser Insel. Und was interessiert mich das? Wenn ich das wissen möchte, komme ich doch einfach zu dir. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin rund um die Uhr für alle Bewohner da. Also komm jederzeit vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir müssen uns um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich dich doch noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden vom Nook Inc. und Bewohner von Freelandland zu grüßen. Das heißt, ich kann endlich spielen. Juhu! Ich freue mich auch. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun lassen, was ich will. Juhu! Juhu! Jetzt wird alles, was du in deiner neuen Insel Heimat tust, automatisch geschmeichert. Berühre nicht den Powerknopf, wenn oben rechts das Symbol für automatisch speichern erscheint. Du musst jetzt die ganze Zeit da oben in die Ecke gucken. Nein, mache ich nicht. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Minus drücken und dann kannst du Mathe rechnen. Nein, speichern und beenden kann ich dann. Aber Mathe kann ich nicht so gut. Nee, Mathe kann ich eigentlich. Hallo! Dich habe ich schon gesehen. Vorhin. Ja, als ich auf meinem alten Account war. Die Pendy. Okay. Guck mal. Oh, kann ich an die Post gehen von Ems, von der anderen Ems. Da drinne Ems. Bin ich da drinne? Oh, jetzt bin ich gespannt. Bin ich da drin? Nein, aber mein Haus ist größer geworden und ich habe noch nicht umgeräumt. Habe ich gar nicht bemerkt. Da wohnt Blaubär. Und ab heute ist auch die Katze draußen. Eine Eule! Toll, und wo ist jetzt eigentlich das fliegende Geschenk hin? Oder das schwebende Geschenk? Oder wie auch immer. Wo ist es hin? Ich möchte auch nur Geschenke. Ich möchte ein Geschenk. Ich möchte ein Geschenk. Erstmal sollte ich mir doch einen Platz für mein Zelt aussuchen. Hallo, den mag ich. Das ist mein Freund. Er wohnt sogar neben der anderen Ems. Da drinnen wohnt ein Buffalo. Da drinnen wohnt ein Nashorn. Kein Nilpferd, sondern ein Nashorn. Da ein Buffalo. Da eine Katze. In dem einen Haus andere Ems. In dem einen wohnt dann der Bär. So, rede viel zu viel. Dann wohne ich ab jetzt am Strand. Das will ich schon immer mal. Zelt hier errichten. Nein. Dann lieber hier. Nein, geht auch nicht. Geht nicht. Geht nicht. Gar keinen Fall. Errichten. Mal sehen. Mal gucken. Sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus, oder? Ja. Wir haben direkt Post bekommen. Mein Zelt steht. Damit bin ich dann wohl offiziell Bewohner dieser Insel. Nintendo. Vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk. Ja, ein Geschenk. Ist das fliegende Geschenk? Ich möchte ein Geschenk. Nintendo? Noch irgendwas. Ich habe gerade keine Zeit, das durchzulesen. Geschenk? Bücher Noel? Bücher de Noel? Netzwerkbank?
Erlernen? Das Erlernen, ist das eine Anleitung fürs Basteln? Soll man sich das denn merken? Wie viel Namen nur L? Ist zu essen? Verstehe ich nicht. Da oben war wieder dieses Speicherzeichen. Ah, hallo. Toll. Und hier ist mein kleines Punkt. Blablabla. Okay, ich kann nicht mehr reden. Warum sind hier überall Löcher am Boden? Hallo. Tina. Guten Tag. Hi, Entschuldigung, die Störung. Aber wohnst du hier auf dieser Insel? Ich versuche gerade, mir einen Namen als fahrende Händlerin zu machen. Aber eigentlich heiße ich Tina. Ich bin eine alte Freundin von Nepp und Schlepp, Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Eine ganz alte Freundin. So habe ich von Friendland gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu eröffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein. Also sprich mich ruhig mal an, ja? Ach, weißt du was? Wie wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Nein, ich habe nämlich kein Geld. Oh je, das tut mir wirklich leid. Ich lasse dich jetzt besser in Ruhe, aber dafür klappt's vielleicht beim nächsten Mal. Womit? Vergiss nicht, wenn ich hier auf der Insel bin, kannst du von frühmorgens bis 22 Uhr bei mir vorbeischauen. Toll, es ist fast 21 Uhr. Jetzt habe ich noch ein bisschen über eine Stunde Zeit. So. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir eigentlich alles machen, was wir wollen. Nee, eigentlich nicht alles. Wir haben ja kein Geld. Geh einfach mal da rein. Mal gucken, ob der mich wieder anquatscht und anlabert. Oh, der Chat sagt's auch. Oh, Gelaber. Ah, Ems, willkommen. Na, ist es doch ganz kuschelig, hm? Nein. Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja. Nein. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben über oder irgendwas anderes brauchst. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine gratis Einführung in Basteln an. Nennt sich Fähigkeit. Ich werde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nö, war keine Zeit. Okay. Leute, wisst ihr, was ich gehört habe? Das probiere ich dann jetzt zum ersten Mal aus. Nämlich, wenn man 10 solche Früchte isst, soll man angeblich so stark sein, dass man einen Baum aus der Erde reißen kann. Also, gab es wirklich mal im Internet. Sagen auch mehrere. Den haben wir gleich. Warte, wir haben gleich genug. So, 7, 8, 9. Hab mich verzählt. Das sind 8, 7, 5. Nein, Wir brauchen noch ein paar Orangen. Oder sind doch Orangen, ne? Ja. Orange. Ich hab nur Orange. Ah, da sind noch welche. Okay, ich nehme ein paar mehr mit. Vielleicht kann man ja welche verkaufen. Es gibt hier nämlich einen Laden auf meiner Insel. Sieht ein bisschen komisch aus. Essen. Da oben ist ein Countdown von 10. Nein, nicht ablegen. Wollte doch nichts ablegen. Wollte essen. Nein, doch. Essen. 2, 3. Mit diesem einen Zahn kann ich aber auch viel essen. Und seit wann sind Orangen weiß innen drinne? Hm.
Ui. Ach. Nur noch zwei und dann sehen wir, was das mit dem Countdown und ob das wirklich stimmt, dass man dann Bäume ausreißen kann. Bleibe ich dann für immer so stark oder den? Jetzt? Jetzt? Toll, und jetzt? So, ich kann so viel schütteln, wie ich möchte. Da fallen nur Äste runter. Oh, ich habe mir gerade einen Stuhl geklaut. Meins. Meins. Wo glaubt ihr, ich... Die anderen bemerken das, wenn ich bei denen einfach was klaue? Also gleich alle ein bisschen leise, ne? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Oh, ich weiß gar nicht, was da von dir passiert ist. Kann ich das zerschmettern oder so? Ich sammle nur hier ein paar Steine, also ich weiß auch nichts. Ja, ich mache hier ganz wichtige Sachen. Okay, jetzt leise. Wir dürfen nicht merken, dass wir jetzt was klauen. Oh. Ist da jemand? Nee. Alles meins. Glaubt, die stört das nicht, oder? Lale, 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 lale. Ich gehe hier ganz gemütlich nur nach Hause. Lale, 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 lale. Leute, die haben das einfach nicht bemerkt. Das heißt was Gutes. Noch. Nicht, dass sie mich dann später beschuldigen. Ich glaube nicht, dass das was wird mit dem Baum rausreißen. Okay, weg. Hallo, hallo? Wir sind uns noch nicht über den Weg gestolpert. Bist du neu hier? Willkommen auf Friendland. Ich bin übrigens Ilona. Oh, bist du etwa Ems? Ja, also Ems Nummer 2. Das andere ist Ems Nummer 1. Ja, cool, dass wir uns auch endlich kennenlernen. Falls du mal eine große Schwester brauchst, sag Bescheid. Du bist nicht meine große Schwester. Nein, das bin ich selber. Weißt du schon, falls du was brauchst oder dich wer aus einer langweiligen Party retten soll, boom. Okay. Ist da was drin? Verkaufskiste, dann kann man wohl Sachen reintun, die man verkaufen möchte. Etwas verkaufen? Wie funktioniert das? Jetzt gar nicht. Oh, ich möchte eigentlich noch nicht noch mehr geplappert. Hm? Hallo? Willkommen, ja. Oh, Ems, du bist hier, um einzukaufen? Einkaufen! Haben alle Arten von Möbeln und andere Dinge. Du findest bestimmt etwas Nützliches darunter. Ja, ja. Lass dir ruhig Zeit und sieh dich um. Sieh dich um. Warum sagen die Sachen manchmal öfters? Also irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, ich weiß. Hör mal, dank unserer brandneuen Niederlassung bieten wir uns 3 famose neue Leistungen an. Jawohl. Qualifizierter Einkauf Vergnügen. Früchte halber soll wohl der. Du, ich überspringe jetzt das alles. Egal, was ihr mir andrehen wollt oder labert oder Labertaschen oder
Egal, ob ihr Geld wollt, ich habe kein Geld. Ihr gebt mir gleich Geld, so. Was, doppelten Preis? Nee, will ich nix. So. Ja. Was, irgendwas mit Regeln, irgendwas mit 1, 2, 3... So, die Erklärung war mir gar nicht zu lang, weil ich die übersprungen habe. Was darf es denn heute sein? Du tust jetzt so, als wäre gar nichts passiert, ne? Und ich tue so, als hättest du mich gerade vollgeredet. Das stimmt. Ich will was verkaufen. Was? Achso, das sind die ganzen geklauten Sachen. Ich habe einen Stein. Den kann ich dir verkaufen. Und Orangen. Ein Stein behalte ich meins. Ja, was gibt's mir für 8 Orangen? Orangen, dafür können wir dir ja 800 Sternis geben. Das heißt, eine Orange gibt 100 Sternis. Ich bin abgemacht. Meine Miete ist ja eh nur 49.800 Sternis. Also, ja. Ist ja schon fast das Ganze. Nein. Das ist ja gerade etwas Obst verkauft. Ist mit Verzehrs kannst. Unerwartete Kräfte erwecken muss. Wusstest du das schon? Ja, wusste ich. Ich habe es probiert, aber ich habe immer noch keine. Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit Schaufel ganze Bäume ausgraben. Was? Mit Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Kaufen Essbares natürlich immer gerne. Aber probier es ab. Lecker. Mein Handy blinkt. Mein Handy. Genug Meilen. Aha, mhm. 500 Meilen. Ich habe Geld bekommen. Davon brauche ich auch noch 5000. Was? Irgendwas. Ich bin immer noch rot. Du, ihr verfolgt mich. Nein, lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Nein, sie haben mich umzingelt, Leute.